R-E-W-I-N-S-I-D. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BitClass. Und mit dabei ist heute, liebe Felix, was geht? Leute, wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar dachten wir, ist es nicht eigentlich extrem hässlich, in so einem Village-Dorf zu wohnen als Villager? Ich meine, wir können mal ganz kurz eine kleine Umfrage machen. Bruder, wie fühlst du es hier? Fahr weiter, du Pisser, ey. Absolut nachvollziehbar. Kann ich absolut nachvollziehen. Deshalb, Leute, haben wir uns überlegt, okay, wäre es nicht eventuell angebracht, hinzugehen und dieses Village-Dorf ein wenig aufzuhübschen, meine Freunde? Genau das werden wir beide jetzt machen. Wir werden uns erstmal ein bisschen Gedanken machen, wie wir vielleicht hier drum eine Palisade oder einen Wald ziehen. Wir werden die Häuser ein wenig aufhübschen. Dieses arme Village ist sogar ohne Schmiede und ohne Kirche auf die Welt gekommen. Felix! Wie schrecklich ist es? Wir werden einen kleinen Marktplatz bauen und so weiter und so fort. Und ich dachte, wir nehmen euch einfach mal ein bisschen mit. Und wir zeigen euch dann einfach mal, wie man mit ganz, ganz einfachen Lifehacks quasi das easy, easy aufhübschen kann. Das beginnt schon quasi bei diesen hässlichen Dächern, die ihr seht. Da gibt es ein paar super, super einfache Sachen, die man berücksichtigen kann. Dann sieht das Haus schon viel, viel besser aus. Da oben steht der liebe Nego, Leute. Wir haben nämlich nochmal eine Timelapse, die das Ganze quasi mit begleitet. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal generell mit einer ganz einfachen Sache an. Ihr seht das, wie gesagt, immer im Zwischenschnitt von der Timelapse und von dem, was wir quasi machen. Ich nehme jetzt erstmal hier eine Schaufel und binde erstmal mein World Edit Tool da drauf, Leute. Das ist ganz, ganz simpel. Wir gehen nämlich erstmal hin und machen BR Sphere, so. Dann nehmen wir einfach mal Gravel mit einer Stärke von 4. So, Leute. Und jetzt kann ich nämlich einfach ein Gravel Sphere erschaffen. Das hier wird jetzt quasi erstmal für uns eine kleine Hilfestellung sein, denn damit können wir quasi hingehen und die Mauer, die wir außen rumziehen wollen, abstecken. Das Schöne ist bei Gravel, deshalb nehme ich Gravel, Leute. Der wird nämlich später von mir nochmal replaced. Das Einfache daran ist, dass man nämlich mit dem Gravel netterweise den Schwerkrafteffekt von Minecraft nutzen kann und sich somit quasi keine Gedanken machen muss, dass es nicht irgendwie hundertprozentig am Boden liegt. Wenn ich jetzt direkt mit Cobblestone nämlich brushen würde, würde das komplett anders aussehen, Leute. Und ich glaube, das mit Cobblestone drüber macht dann wenig Sinn. Genau. Felix replace das Ganze jetzt direkt wieder. Das heißt, wir haben dann quasi dann direkt eine wunderschöne Mauer, die wir hier nutzen können, Leute. Das da ist quasi keine Luft zwischen. Richtig, genau. Das soll nämlich erstmal das Fundament für die Mauer sein. Ihr seht schon, das Dorf wird auf jeden Fall richtig, richtig schön aufgehübscht, Leute. Ja, ich würde sagen, genießt einfach erstmal die Timelapse, wie wir diese wunderschöne Mauer bauen und wir klären euch einfach später dazu nochmal was. Los geht's. Kleiner Lifehack hier für euch, Leute. Wir sind nämlich gerade mal hingegangen und haben jetzt gemeinsam erstmal uns Folgendes überlegt. Ich bin nämlich hingegangen, habe diesen Command hier angegeben. Den könnt ihr einfach kopieren, Leute. Das ist quasi einfach nur eine Sphäre, Leute, die hier quasi gemacht wird aus verschiedenen Materialien. Hier haben wir einmal Andesite drin, Cleanstone, Cobblestone und alles andere, was grau ist, damit wir halt ein viel, viel schöneres Grundfundament haben als nur aus Cobblestone. Sieht einfach natürlicher aus und macht einen viel, viel besseren Eindruck. Und dann habe ich einfach nochmal diesen Mask drüber gelegt. Mask 4 ist dann quasi, dass es genau für Cobblestone maskiert wird. Das heißt, letztendlich, wenn ich jetzt hier beispielsweise ganz viel Cobblestone hinbaue, Leute, bam, 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 wird das quasi replaced. Ihr seht das hier, aber alles andere quasi nicht. Relativ easy und ganz einfach nachzumachen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir zur Timelapse vom Mauerbau. Leute, ihr habt es gesehen, die Mauer steht soweit. Ich finde, es macht schon einen komplett anderen Eindruck. Ihr seht es hier gerade bei mir. Das sieht schon einfach 100.000 Mal besser aus. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt noch an die Mauer noch ein paar Elemente dran, die noch ganz entscheidend sind. Denn, Leute, wichtig ist, möglichst viele Blöcke, die ähnliche Strukturen aufweisen, zu benutzen, um das Ganze einfach ein bisschen sicherer zu machen. Man könnte jetzt ganz easy hingehen und hier vorne einfach noch ein paar Slabs dran machen an die ganzen Sachen. Dann sieht das Ganze nochmal schon viel, viel smoother aus. Das würde ich jetzt in dem Fall einfach mal nichts machen oder skippen, denn das dauert jetzt einfach so lange, wenn wir das alles per Hand setzen. Aber wenn ihr das halt richtig aufwendig machen wollt, kann man das auf jeden Fall machen. Aber ich finde, Leute, das sieht so auf jeden Fall schon mal richtig fett aus. Was man jetzt machen kann, ist nämlich hier oben einfach mal ein paar von diesen Cobblestone Fenster drauf machen oder halt ein paar Zäune, so ein paar Treppen, ein paar Zäune dran setzen. So, dann seht ihr schon, die komplette Mauer sieht ganz, ganz anders aus. Sieht dann nochmal viel, viel realistischer aufgetunt aus. Es sieht aus, als wäre das halt so zusammengezimmert, wie es auch letztendlich in so einem Dorf früher gewesen ist. Das waren ja keine krassen Befestigungsanlagen, sondern so ganz kleine Mauern. Ja, ihr seht auf jeden Fall schon, das macht jetzt schon einen komplett anderen Eindruck, Leute. Und ich würde sagen, wir machen das erstmal und sehen uns dann gleich direkt wieder. Leute, ihr seht, wir haben jetzt die komplette Mauer einmal eingezäunt. Das hat auf jeden Fall gut Zeit gekostet. Aber ihr seht auf jeden Fall schon, das Gesamtergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Wir haben jetzt eine wunderschöne Palisade hier, Leute. Felix hat hier vorne schon angefangen, neue Felder zu ziehen. Denn, Leute, seien wir mal ehrlich, ja, die Felder, die sich normalerweise in einem Villager-Dorf befinden, sind wirklich absoluter Abfall. Also, die sind wirklich echt hässlich. Und ich finde es schade, dass Minecraft die nur so generiert. Wahrscheinlich ist es auch einfach nicht anders möglich. LOL. Oh, okay, jetzt poppt das hier erstmal alles weg. Alles klar. Guck mal hier, Felix. Hä? Guck mal hier. LOL, was?
Bumm! Bumm! Geil! Also ihr seht auf jeden Fall, Leute, diese Felder kann man auf jeden Fall getrost ignorieren und wegwerfen, wenn ihr das gleiche dann auch machen wollt. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal was Eigenes. Denn Felix ist ja quasi gerade dran. Wir setzen jetzt erstmal hier alles. Guck mal hier, ich habe das jetzt einfach hier so. Ebene. Ich habe das hier so grob verbunden einfach. Einfach von außen so einen kleinen Rahmen gezogen und jetzt verbinde ich die Felder einfach alle zusammen. Und jetzt haben wir hier gleich ein riesengroßes Feld. Was natürlich deutlich mehr Sinn macht als diese ganzen kleinen Kackfelder ineinander. Eben. Richtig, Leute, richtig. So, ich würde sagen, wir gehen nämlich jetzt erstmal hin und versuchen erstmal ein bisschen Terraforming hier zu machen. Denn das ganze Ding ist für eine Stadt relativ chaotisch, Leute. Und da wird es natürlich schwierig, eine Stadt hinzubauen. Das Ding ist aber, man darf halt nicht hingehen und die komplette Geometrie des Ganzen oder die ganzen Gegebenheiten, sage ich mal, komplett aushebeln und das komplett umbauen. Man muss halt gucken, dass man trotzdem noch was von der natürlichen Landschaft erhalten hat. Denn sonst sieht es auch wieder bekackt aus, wenn es komplett gerade ist. Und das ist doch einfach überhaupt nicht realistisch. Dementsprechend, Leute, halten wir uns ein bisschen daran, was uns hier quasi die Hügel und Berge vorgeben und bauen jetzt einfach nochmal ein paar neue Häuser. Zum Beispiel kommt hier noch eine Schmiede hin und hier vorne nochmal eine Kirche. Hier kommt noch ein kleiner Bergfried hin und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt erstmal, Leute. Ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal eine kleine Timeless vom wunderschönen Terraforming von uns. Bitteschön. Terraforming ist soweit abgeschlossen und ich würde euch sagen, wir zeigen mal ganz kurz, was wir gebaut haben. Wir haben jetzt hier erstmal einen ganz kleinen Marktplatz neu angelegt. Wir haben generell die Straßen ein wenig aufgebessert und durch verschiedene Blöcke halt ein bisschen realistischer gestaltet. Wir haben jetzt hier verschiedene Steinarten wieder und sowas drin. Und da kann man jetzt noch, wie gesagt, mal hingehen, wenn man eine Treppe quasi baut, ja? Die muss nicht immer gleichmäßig sein. Die kann auch ruhig mal so aussehen, Leute. Dann sieht es einfach irgendwie meiner Meinung nach besser und passender aus. Hier vorne, Leute, soll der große Holzturm entstehen, der Bergfried quasi, der das ganze Dorf ein bisschen überwacht. Ihr kennt das vielleicht aus den alten Mittelalterdörfern, da stand quasi immer ein riesiger Bergfried. Und hier soll dann quasi letztendlich jetzt die Schmiede gebaut werden. Aber Felix, komm doch mal ganz kurz zu mir, Leute. Denn jetzt wird außerhalb der Timelines ein bisschen spannender. Wir gehen jetzt erstmal hin und kümmern uns erstmal hier um diese wunderschönen, wunderhässlichen Villagerhäuser. Und das Erste, was mich direkt immer schon getriggert hat, ist, dass die Häuser aus 2 oder 3 Materialien maximal bestehen. Das kann doch nicht sein, Minecraft. Deshalb, Leute, gehen wir jetzt erstmal hin und bessern das Dach ein wenig auf. Und ich habe mir für das Dach Folgendes überlegt, Felix. Schau mal, man kann die Dächer ja erstmal generell so gestalten, dass man quasi erstmal ein viel, viel schöneres Dachdesign hinbekommt. Dann haben wir nämlich das Dach schon mal ganz, ganz anders. Ihr seht schon, Leute, das macht einen unglaublich großen Unterschied. Super einfacher und das, Trick. Richtig. Und das Ding ist, Leute, was nochmal dazu kommt, ja, generell ist ein Dach ja meistens nicht komplett symmetrisch, beziehungsweise im heutigen Falle schon, damals aber nicht. Das heißt, Leute, wir müssten da ein bisschen was nachbessern. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal ganz easy hier vorne hin und entfernen einfach mal eine Reihe von Cobblestone und setzen da oben was anderes drauf. Passt mal auf, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich das gedacht habe. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal hin und setzen jetzt beispielsweise einfach mal den Block hier hin. So, nehmen erstmal diesen Block, Leute, und können dann hingehen und das Dach quasi so gestalten. Das heißt, wir haben quasi einen Versatz in dem Dach drin, was dafür sorgt, dass das Ganze einfach nochmal komplett anders auf die Leute wirkt draußen. Und es macht auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr her. Gerade wenn man das Dach halt ein bisschen einframet und man quasi hingeht und ja, bestimmte Materialien an die Seiten rechts und links des Daches setzt, sieht es quasi aus, als wäre das Dach von diesen Dingern gestützt worden. Und ich glaube, das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich besser aus als vorher hier. Ich würde sagen, Felix, wir gehen jetzt mal hin und nehmen erstmal ein komplett anderes Holz. Ich habe mich jetzt für das Dunkelholz hier entschieden, denn wir haben ja hier so ein Dunkelholzwald auch irgendwo in der Nähe da vorne direkt. Und wir haben auch für die Mauer schon das Dunkelholz verwendet. Ist generell wenig mit dem Hellen gebaut, richtig, eigentlich. Genau. Und ich glaube, das macht dann auch einfach mehr Sinn, wenn man sich halt den Biomen drumherum ein wenig anpasst. Also der einfachste Lifehack, den ich quasi für euch habe, ist, Leute, denkt einfach immer komplett logisch. Denkt einfach immer komplett logisch, überlegt euch quasi, was genau passt, was sieht am besten aus. Denkt einfach immer so, wie würde ein Haus oder ein Mittelalterdorf damals ausgesehen haben. Die komplette Logik, die sich dahinter verbirgt, ist super, super easy und einfach komplett easy nachzuempfinden. Und ihr müsst einfach quasi immer nur gucken, dass das Ganze irgendwie halbwegs realistisch aussieht. Auch wenn es nur ein kleines Pixelspiel ist. Auch wenn es so ein kleines Pixelspiel ist, glaubt mir, Leute, das macht echt einen riesigen Unterschied. Vertraut mir. Und es macht dann auch automatisch mehr Spaß, wenn man das viel, viel mehr Spaß. Es macht viel, viel mehr Spaß und vor allen Dingen ist man am Ende richtig, richtig stolz darauf, was man erschaffen hat. Von daher, Leute, guckt euch das mal an. Wenn ich jetzt schon mal hingehe und mir dieses Haus hier ansehe, ich meine, ihr seht es ja gerade nochmal von oben gefilmt quasi, das sieht komplett geisteskrank besser aus. Ich meine, wenn ich das jetzt hier schon mal alleine so geframed habe, Leute, dieses Haus hat jetzt schon einen 10-fachen Mehrwert einfach, Leute. Ich finde es deutlich, deutlich besser. Felix macht das vorne quasi nochmal mit dem Haus. Wir werden auf jeden Fall auch hingehen, ein paar Häuser generell nochmal komplett überholen, Leute. Und vor allen Dingen, was mich bei diesen Häusern ja sowieso schon immer gestört hat, ist, dass diese Häuser so dermaßen simpel gebaut sind, dass man eigentlich hingehen muss, Leute. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal hin und fügen hier einfach nochmal ein paar Sachen hinzu. Wir fügen einfach nochmal ein paar zusätzliche Wände hinzu, damit das Haus wenigstens eine gewisse Form bekommt. Denn alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Wenn ein Haus komplett symmetrisch gebaut worden ist damals, dann wurde man, glaube ich, für Hexerei einfach verbrannt. Und ich denke mal, dass das dann so irgendwie auf jeden Fall am realitätsnächsten ist. Ich würde sagen, Leute, gebt euch auf jeden Fall nochmal die Timeless, wie wir dieses Haus transformieren. Ich zeige euch ja am Ende nochmal ganz kurz, was wir alles gemacht haben. Und ich wünsche euch jetzt nochmal ganz viel Spaß damit. Und ich hoffe ganz doll, dass euch dieses Format gefällt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und auf jeden Fall noch Ideen habt, was wir unbedingt mal in Minecraft aufhübschen müssen. Sachen, die, keine Ahnung, eine Enderfestung zum Beispiel oder
eine Netherfestung oder. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir haben unglaublich Bock darauf, noch mehr davon zu machen. Aber jetzt gibt's erstmal für euch die wunderschöne Timelapse. Bitteschön. So Leute, jetzt sind wir aus der Timelapse wieder raus und ich würde sagen, wir zeigen euch mal ganz kurz, was wir gebaut haben. Wir haben hier einmal dieses wunderschöne Haus aufgebessert von Felix. Wir haben uns ungefähr den gleichen Stil rausgesucht. Wir haben natürlich jetzt diesen kranken, überheftigen RPG-Roleplay-Stil genommen, weil es würde halt nochmal ganz anders aussehen. Dann wären die Dächer sehr viel höher und so weiter und so fort. Aber ihr seht, Leute, ich habe hier einfach nochmal quasi was hinzugefügt. Das Haus hat jetzt eine ganz andere Grundform. Ich habe hier wieder mit verschiedenen Ebenen gearbeitet. Das ist ganz wichtig. So viele Ebenen wie möglich an einer Fassade machen das Ganze sehr viel erträglicher fürs menschliche Auge. Und man kann natürlich dann noch so Spielereien wie Felix, das hier gerade macht, hinpacken. Zum Beispiel hier diese Dinger, obwohl die hier eigentlich keinen Sinn machen würden, sehen sie ja trotzdem aufgrund der Ebene einfach nochmal schön aus. Das heißt, man hat das Ganze nochmal ein bisschen schöner designt. Man könnte natürlich jetzt auch Blumenkästen hier hinsetzen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ihr seht ungefähr, wie das aussieht, wenn man quasi so ein Haus mal aufhübt. Das dauert gar nicht so lange und vor allen Dingen ist der komplette Wert des Ganzen einfach 10.000-fach erhöht, wirklich, Leute. Wie gesagt, die Häuser sind immer noch relativ klein und wir haben hier vorne halt eins mit einem etwas größeren Fenster. Wichtig sind dann auch solche Logikfehler, denn ich finde es immer super schlimm, wenn er quasi das Ganze auf einem Erdfundament steht und nicht auf einem Cobblestone-Fundament. Da denke ich mir halt, okay, kann das überhaupt halten? Dementsprechend bessere ich sowas auch immer aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ zufrieden. Den Brunnen haben wir gerade quasi auch nochmal hier nachgebessert. Und ich würde sagen, Leute, jetzt bessern wir einfach nochmal die komplette Stadt ein wenig auf, polieren das Ding, bauen eine Kirche, gehen hin und setzen uns quasi an den Marktplatz dran und so weiter und so fort, Leute. Ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall schon mal ganz gut erkennen, dass das Ganze in die komplett richtige Richtung geht, Leute. Ihr seht auf jeden Fall, das komplette Dorf ist nicht mehr wiederzuerkennen. Wenn man sich das jetzt allein schon mal anguckt, Leute, sieht es quasi aus, als wäre das was komplett anderes. Und wir haben letztendlich einfach nur ein paar Blöcke getauscht, ein paar Sachen ergänzt, das Ganze ein bisschen geordneter und realistischer gebaut. Und schon sieht so ein Minecraft-Village komplett anders aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich zwischendrin einfach nochmal wieder, wenn es dann heißt, dass wir mit dem Marktplatz und den meisten Häusern fertig sind. Und dann geht's zum großen Abschluss. Bis gleich. Gott, Leute, wir haben es geschafft. Schaut euch bitte dieses Dorf an. Ihr habt alles in der Timelapse gerade gesehen. Leute, oh Gott. Ey, Felix, ich bin so krank happy damit. Ja, aber ich bin übelst glücklich, es sieht schon mega aus. Es sieht so gemütlich aus, Alter. Und ich habe mir gerade eben einfach dieses Kirchendesign hier mal rausgelassen, ist einfach mal rausgekackt quasi, Leute. Ohne mir überhaupt Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich eine vernünftige Kirche aus? Keine Ahnung, ich glaube, wir machen es einfach mal so, damit man hier keine religiösen Symbole hat. Das sieht dann ein bisschen besser aus. Dann haben wir einfach so einen Adlerkopf hier, dann kann man noch... Genau, wir machen jetzt einfach eine Adlerkirche. So, es ist jetzt eine Adlerkirche. Oder Delfin. Oder Delfin oder irgendwas. Warte, Delfin wäre ja, glaube ich, so. Warte mal. So, der springt halt quasi aus dem Wasser, weißt du? Lol. So. Jetzt haben wir einen Delfin, eine Delfinkirche, Leute. Sehr schön. Sehr gut. Hier wird auf jeden Fall der Delfin Gott angebetet. Generell erstmal zum Anfang, wir haben jetzt keine Torhäuser mehr gebaut, weil ich jetzt dachte, es sieht eigentlich so ganz schön aus. Man kann hier natürlich nochmal irgendwie einen Balken drüber packen und dann ist das schon soweit ganz gut. Man könnte natürlich jetzt hier nochmal den hier machen. So, dann hat man hier ein kleines Tor. Das reicht ja auch letztendlich. Es ist ein Dorf, keine Stadt. Das darf man nicht vergessen, ne? So, ich würde sagen, Felix, wir kommen erstmal hier rein. Dupdidu. Und dann haben wir hier natürlich erstmal die wunderschöne Mauer, Leute, die wir komplett begehen können, die quasi einmal ums ganze Dorf hin rumgeht. Dann haben wir den großen Dorfwachturm. Vielleicht auch das, wo sogar der Dorfvorstand drin wohnt. Sowas wie eine Art kleiner Bergfried oder so. Könnte man das auf jeden Fall nutzen. Also halt quasi der größte und höchste Punkt im ganzen Dorf, der auf jeden Fall auch auf einer kleinen Erhöhung steht. So kann man das ganze Dorf und die umliegenden Wälder und Täler auf jeden Fall einblicken. Richtig nice. Gehen wir dir weiter, kommt hier vorne schon mal ein ganz minimal modifiziertes Haus, Leute. Und schaut euch mal bitte an, wie viel das schon ausmacht. Das ist quasi das immer noch das Standardhaus von Minecraft. Es hat sich von innen nichts geändert, aber ich habe einfach nur ein paar Treppen hinzugefügt. Und das Haus sieht komplett anders aus. Es ist eine kleine Arbeiterhütte, ja, relativ simpel, Leute. Dann haben wir hier vorne einen kleinen Marktkarren mit einem wunderschönen Heuballen drauf. Hier hinten die Räder dran, ne? Man sieht das hier. Hier ist dann der neue Brunnen der Stadt und hier gibt es dann quasi auch noch lecker Wasser. In der Mitte ist irgendwie... Irgendwas ist hier... Ich weiß nicht. Irgendwas ist hier falsch gelaufen mit dem Wasser. Aber das ist nicht schlimm, denn das ist ein Zauberbrunnen. Also ist alles richtig, Leute. Dann haben wir hier einmal den Stand vom Schmied, Leute. Zu dem kommen wir später nämlich auch noch. Schaut mal hier, der hat nämlich hier seine wunderschönen Rüstungen ausgestellt. Wir haben jetzt natürlich nicht alles bis ins Detail dekoriert, weil das wäre viel zu krass, Leute. Wenn ihr das Ganze allerdings mal komplett durchdekoriert sehen wollt, dann könnt ihr euch das Ganze später bei Belaza angucken, bei unserem Roleplay-Server, den wir quasi gerade entwerfen. Denn genau so ein Setting wird bei Belaza vorherrschen. So ein Skyrim-Gothic-artiges Setting.
Setting. Und dieses Dorf wird auf jeden Fall seinen Platz in der Welt von Belasar finden, Leute. Das wäre natürlich schade, wenn es das nicht der Fall wäre. Dann habe ich hier nochmal ein kleines Haus rechts vom Marktplatz modifiziert. Auch super, super simpel. Gar nicht viel dran gemacht. Sehr, sehr unregelmäßig wieder bebaut. Es sieht halt immer noch aus wie ein Standardhaus. Aber durch diese zwei Hörner hat es irgendwie was Nordisches, was vom Wikinger-Clan. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall wieder komplett anders. Dann haben wir hier ein wunderschönes Haus von Herrn Rotpilz. Vom Herrn Nix. Nur ohne Boden. Da ist der Boden leider. Die hatten kein Geld mehr, sich den Boden komplett zu legen. Aber ich glaube, jetzt kommt der Schreiner und macht das ganz kurz. Oh, sehr schön. Wow, wow. Oh, das ist ja wunderbar. Jetzt haben sie keine Tür mehr. Ja, schade. Aber ihr seht auf jeden Fall auch dieses Haus in der Grundform quasi beibehalten. Ein paar Sachen draußen geändert und schon sieht das Ding komplett anders aus, Leute. Und ihr müsst euch vorstellen, das war vorhin ein ganz normales Minecraft-Village-Haus. Also sieht auf jeden Fall schon deutlich, deutlich besser aus. Kommen wir hier vorne zu den Feldern, Leute. Und die sind richtig, richtig gut gelungen. Denn Felix hat hier alles schön random angepflanzt, dass verschiedene Sachen untereinander, miteinander wachsen. Nicht da Weizen, da Kartoffeln, wie es jeder normale Spieler machen würde. Nego steht immer noch da oben, was geht. So ist das quasi hier entstanden, Leute. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus mit dieser Feld-Area. Hier gibt es dann quasi für die Villager einiges zu ernten. Hier nochmal der besagte Dorfwachturm, den wir schon kennen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz weiter. Ich habe nämlich hier noch einen kleinen anderen Baulifehack für euch zwar. Schaut mal hier, Leute. Ich bin einfach hingegangen, habe mal Cobblestone-Walls genommen und das mit diesen Fence-Gates dazwischen gemacht. Und ich finde, das sieht extrem cool aus. Ist mal ein ganz anderes Gatter. Jetzt regnet das hier schon wieder. Felix, warum tut es das immer in unserem Dorf? Warum? Warum, Felix? Warum? Ja, ihr seht es hier, Leute. Wir haben jetzt hier wunderschöne Zaungatter. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Direkt in dem Marktplatz hier so ein kleines Farmerhaus. Hier nochmal ein kleiner Marktstand dran. Hier wäre nochmal Platz für einen Marktstand. Und da vorne halt auch nochmal. Kann man auf jeden Fall machen. Kommen wir vorne zur Schmiede, meine Freunde. Und Schmiede. Da habe ich mir auch nochmal ein bisschen was rausgelassen. Und zwar habe ich dieses wunderschöne Element hier eingebaut. Und zwar habe ich diese Fence Gates einfach genommen und die als Trägerbalken benutzt. Das ist relativ simpel. Die kann man quasi einfach, wenn man einen Block drunter setzt, kann man die bauen. Dann schweben die in der Luft. Dann kann man die quasi auch als Trägerelement mitdesignen. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Schmiede. Die ist von innen jetzt nicht ausgebaut. Ich habe jetzt hier mal versucht, den Ofen irgendwie hinzubauen. Ich hätte es hier noch einen Amboss hinstellen können. Und vielleicht noch einen Armor-Stand, der schmiedet und so weiter und so fort. Fenster hat das Ding auch noch nicht. Sieht auf jeden Fall auch ganz schön aus. Und wie gesagt, wenn das halt mal alles komplett dekoriert ist, Leute, macht das nochmal einen ganz, ganz anderen Eindruck. So, dann gehen wir hier vorne nochmal hin. Und ich glaube, das ist das prächtigste Haus im ganzen Dorf hier, ganz rechts. Das hier ist nämlich das größte auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall auch wieder gute alte Professor, der hier drin wohnt. Professor Dr. Enthalter, der wohnt hier drin. Also, ihr seht es hier auf jeden Fall. Das war auch ein komplett normales Haus. Wir sind hingegangen, haben mehrere Layer hinzugefügt, haben hinten noch was angebaut, damit das Haus einen komplett anderen Grundriss hat. Und ich finde es einfach wunderschön geworden. Und es gefällt mir richtig gut. Man kann auf jeden Fall auch erkennen, welche Leute in dem Dorf hier ein bisschen mehr Geld haben. Zum Beispiel er hier oder ein bisschen weniger und nur in so einer ganz einfachen Hütte wohnen. Das ist auf jeden Fall relativ gut erkennbar. Vielleicht ist es euch in der Timeless sogar aufgefallen. Wir sind am Ende hingegangen und haben den verbliebenen Platz einfach mal mit Bäumen gefüllt. Das macht das Ganze nochmal viel, viel lebendiger, Leute. Eine schöne grüne Stadt zu haben ist extrem wichtig und ich denke mal, dass auch nicht früher in den Dörfern alles zugebaut gewesen ist. Dementsprechend haben wir nochmal schön die freien Plätze mit Bäumen verkleidet, sodass das Ganze auf jeden Fall nochmal richtig, richtig schön matcht und macht auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Eindruck. Felix, erzähle uns, was für ein Haus das hier ist. Ich habe hier einfach nur so ein ganz, ganz kleines Familienhaus irgendwie gemacht. Hier, das war ja auch ein ganz, ganz normales Haus. Das war, glaube ich, auch von der Größe genau dasselbe. Genau, vom Grundriss her. Nicht besonders geändert, aber von außen, guck mal, Leute. Genau, nur die Fassade geändert. Von außen viel, 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 viel besser. Es erinnert mich so ein bisschen an das Haus von Gronkh, was er damals in seinem Let's Play gebaut hat. Erinnerst du dich vielleicht? Das ist quasi fast genau das gleiche einfach. Ist richtig, richtig nice. Gefällt mir richtig gut. Auch hier das mit dem Kamin, Leute, kann man sich immer abgucken. Da könnte man natürlich jetzt, wenn man noch krass ist, kann man da noch Cobwebs drüber setzen. Oder im besten Falle sogar weiße und durchsichtige Wolkenpartikel. Dann hat man hier nochmal ein bisschen Rauch. Oder man kann natürlich auch da Partikel drüber setzen. Oder man nimmt halt Glas oder, was einem immer da obliegt. Aber letztendlich finde ich das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Haus. Dann haben wir hier nochmal ein wunderschönes zweites Haus. Nochmal eine kleine Hütte einfach. Die gibt es hier mehrfach in der Stadt. Das ist quasi für die armen Bauern, die hier wohnen. Auch nichts Besonderes, ne? Kennt ihr schon. Dann haben wir hier nochmal, Leute, ein weiteres Haus von Rotpilz Design. Ganz klein wenig hier nur an den Materialien geändert. Der Grundriss beibehalten. Wie gesagt, von innen nicht großartig anders, aber von außen halt viel, 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 viel schöner, Leute. Ihr seht auf jeden Fall, das könnte auch so auf einem richtigen Roleplay-Server stehen. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Kommen wir zur Kirche. Ich habe mir den Grundriss einfach irgendwie aus dem Hintern gezogen, wenn ich ehrlich bin, Leute, und hatte überhaupt keine Ahnung, wie das Ding dann am Ende aussehen soll. Ich zeige euch mal ganz kurz, von innen ist das Ding relativ leer. Ich habe jetzt hier auch, wie gesagt, nichts reingepackt, weil ich dachte, das müssen wir jetzt nicht machen. Das seht ihr dann, wie gesagt, alles auf Belasar. Aber letztendlich finde ich die Kirche so an sich ganz schön. Ist eine ganz stattliche Kirche tatsächlich für so ein großes Dorf. Normalerweise hatte ich vor, eine Holzkapelle zu bauen. Ich dachte dann, komm, gönnst du dem Dorf mal ein bisschen was, wir wollen es hier aufhübschen. Klar, ihr seht hier, Leute, das ist noch nicht komplett verziert. Hier hätte man natürlich nochmal sowas hier machen können, zum Beispiel ein paar Verzierelemente dran machen, die im gotischen Stil, wo die Kirche auch, glaube ich, so halbwegs einzuordnen ist. Keine Ahnung, ja, relativ bekannt sind, aber das habe ich jetzt hier einfach mal gelassen, weil ich dachte, wir möchten ein bisschen Zeit sparen. Aber ich finde die Kirche auf jeden Fall echt schön und die kann man sich auf jeden Fall ganz easy nachbauen. Hier vorne haben wir nochmal eine kleine Farm-Area und was hier nochmal auffällt, ist ganz schön, dass Felix hier nämlich nochmal ein paar Wege gezogen hat und vor allen Dingen Erde halt nochmal in den Boden gesetzt hat. Da sieht man nämlich nochmal, dass das Ganze nochmal schön detailreich durchgeplant worden ist und hier auf jeden Fall jemand ist, der Ahnung und ein Auge fürs Detail hat und ich finde das sehr, sehr schön, dass du dir hier die Mühe gemacht hast und nochmal ein kleines Farming-Area gemacht hast. Und den Villagern, ja, schau mal, die Villager laufen hier immer noch rum, die sind extrem glücklich hiermit, glaube ich. Hier quasi nochmal ein kleines Haus, ganz easy verkleidet, einfach nur mal ein bisschen was dran gebaut. Nicht viel geändert, Leute, aber ihr seht schon halt, was das alles ausmachen kann. Hier vorne ist das Haus von Felix von der Laden, von denen. Das ist nämlich der einzige im Dorf, der zu arm gewesen ist, um sich hier etwas Anständiges zu bauen. Allerdings geht es hier nochmal die Treppe runter, Leute. Und da
Da ist nämlich noch mein wunderschöner kleiner Lagerraum. Ihr seht das hier, Leute. Hier wohnt auf jeden Fall Dena in der kleinen Kackhütte. Was mir noch ganz gut gefällt, ist mir eben eingefallen. Hier vorne ist nochmal quasi ein kleines Holzlager, Felix. Schau mal hier. Das Holz liegt hier quasi einfach mit Baumstämmen, ist festgezurrt mit so Seilen oder mit den Schienen. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Dann wird hier hinten quasi das Holz gesammelt für das ganze Dorf. Und so sieht es quasi aus, Leute. Das ist auf diesem Dorf geworden. Und ich finde es richtig, richtig krass, wie man innerhalb von, keine Ahnung, wie lange haben wir jetzt geglaubt? 2 Stunden oder sowas? Zwei Stunden knapp so ein Ding einfach mal transferieren kann. Es hat ultra, ultra Spaß gemacht, Leute. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr Bock auf weitere Folgen davon habt. Dann smasht auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like-Button nach oben. Und die Tage kommt auf jeden Fall nochmal was beim Herrn Rotpilz online. Denn da werden wir hingehen und gemeinsam eine was machen, Felix? Ein End-Dungeon umbauen. Richtig, wir werden nämlich ein wunderschönes End-Dungeon umdesignen, Leute. Und es wird auf jeden Fall auch extrem, extrem nice. Also kann ich euch nur empfehlen. Lasst auf jeden Fall bei Rotpilz mal einen Sub da. Und wenn euch diese Serie gefällt, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Es hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ich bin super, super zufrieden damit. Den Map-Download findet ihr wieder wie immer in der Beschreibung, Leute. Das war's. Macht's gut. Ich möchte auf jeden Fall jetzt mal richtig krank viele Daumen nach oben sehen. Für die nächste Folge sagen wir einfach mal, keine Ahnung, 20.000 Daumen hoch, Leute. Das sollte drin sein. In diesem Sinne, macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.